wäre, also es ist ein bisschen weit hergeholt, aber wie wäre es, wenn wir mit dieser Wand das Zentrum neu organisieren? Es ist ein Versuch wert.
Viktor? Archway. Ich würde sagen, genau das ist der Punkt. Es gibt zwei Kartenstücke. Kann ich die nicht drehen? Ich denke, das ist es. Ich habe zwei vertauscht. Thank you.
mir jetzt ein bisschen... er hat ein gutes Gefühl wegen der Karten. Okay, wir speichern jetzt. Wir werden hier rauskommen, also werden wir dann mal rechts rumlaufen. Weil ich war mir nicht sicher, ob das richtig ist und ich wollte jetzt nicht fünfmal hin und her springen. Also... nachgeschaut, ob das richtig ist. Hab die zwei noch vertauscht. Okay. Okay, wir sind den falschen Weg gelaufen. Ich war hier noch nicht vorher. Hallo? Ist irgendjemand da? Mutter? Vater? Oh, das ist der Moment, in dem er geboren wurde. Bist du der Doktor? Oh. Sie sollte eigentlich, wir sollten ihr was Geburtseinladendes geben, die verhalten uns für den Doktor. Sie sagt sich, dass irgendwas falsch ist. Wie lange dauert das denn was? Ist das Baby okay? Ich weiß nicht. Können Sie es bitte rausfinden? Würde mir viel bedeuten. Ich hab da so eine Ahnung. Oh, fuck. Ich hab da so eine Ahnung. Ich glaube, wir brauchen eine Leiter. Wobei... wir müssen die Geburt rückgängig machen. Strange, aber dann doch wieder interessant gemacht, ne? Interessant gelöst. Moment mal, wir laufen gerade. Ich will mir das gar nicht zu sehr vorstellen. Mini-Victor sogar schon mit Haaren. Hallo? Wer bist du? Weißt du das nicht schon? Bin ich nicht nur ein anderer Victor wie... Ich bin Victor. Ich wusste nicht, dass da noch irgendein anderer ist. Hast du die anderen Victors vor mir nicht getroffen? Nein. Ich dachte, da wäre nur ich. Wie können da mehr sein? Wir sind in einem sich wiederkehrenden Schleife gefangen. Neue Victors tauchen in regelmäßigen Abständen auf. Alte sterben und zerfallen. Das geht so jetzt schon eine ganze Weile.
das muss wohl angefangen haben, als ich hierher gekommen bin. Ich habe nie irgendwelche anderen Victors gesehen. Ich wünschte, ich hätte. Ich hätte ein bisschen Gesellschaft gebrauchen können. Er hat Jahrzehnte hier schon verbracht. Bist du der Erste von allen? Das ist nicht unbedingt das, wie ich es beschreiben würde. Aber nachdem ich nie einen anderen Victor getroffen habe, ist es durchaus möglich, dass ich der Erste bin. Wie hast du diesen Ort gefunden? Ich habe angefangen, Karten von verschiedenen Orten der Landschaft zu zeichnen. Er hat eine Landmark notiert und irgendwas anderes, was er, also alle Auffälligkeiten, als er rumgelaufen ist. Er dachte, er hätte genug Kartenteile. Und er könnte sie vielleicht zu einer kompletten Karte zusammenfassen. Hat's funktioniert? Na, erst nicht. Dieser Ort hat sich dauernd verändert und das hast du mit Sicherheit bemerkt. Aber nach einer Weile habe ich bemerkt, dass ich den Ort verändern kann, durch den ich laufe. Wenn ich Plätze in einer gewissen Anordnung besuche. Und dann würden sich neue Orte von mir auftun. Erst wusste ich, was ich mit diesem Wissen tun sollte. Aber nach einer anstrengenden Experiment, also nachdem er viel experimentiert hat, konnte er mehr und mehr Plätze betreten. Er weiß nicht, wie lange er verschiedene Kombinationen ausprobiert hat. Es fühlt sich an wie Jahrhunderte. Aber schließlich kam er hierher zur Geburt von allem. Ist das die Geburtsbarriere? Ja, ich glaube schon. Hinter diesem Punkt liegt dir der Ort der Ungeborenen. Warum hast du hier aufgehört? Warum geht's nicht weiter? Wir können den Ort nicht betreten. Dieser Übergang wäre gegen die Natur. Was ist mit unserem Kind? Unser Kind ist sicher, solange jemand bereit ist, den Zugang zu diesem Ort zu blockieren. Also ist er hier geblieben, um den Maschineren zu hindern, diesen Ort zu erreichen. Was ist, wenn die Maschine diesen Ort schon erreicht hat, bevor wir hergekommen sind? Unsinn. Das würde ich wissen. Aber trotzdem, wie kannst du sicher sein? Ruh dich aus, Victor. Er wird hierbleiben und die Ungeborenen so lange beschützen, wie er lebt. Er ist bereit, sich selbst zu opfern, um dem Kind eine Chance auf ein normales Leben zu geben. Solange er hier ist, wird das Kind sicher sein. Das ist der einzige Weg. Das ist etwas, was die Maschine wohl sagen würde. Natürlich würde es das, aber ich bin nicht die Maschine. Die Maschine würde das mit Sicherheit auch sagen. Sieht so, als ob du dich bereits entschieden hättest. Ich werde dich nicht davon überzeugen können. Geh beiseite, lass mich durch. Wenn du da hingehen möchtest, dann müsst du durch mich durchgehen zuerst. Okay.